Vielleicht auch das letzte Mal. Das sagst du jedes Mal, Sepp. Du jetzt nicht lange lamentieren, Wabi. Wenn Mords Hunger, machen wir was zum Essen. Meinst du nicht, wie mein Leben lang Holzknecht bleiben? Wenn wir heiraten, müssen wir Geld haben. Schau. Das ist kein ehrliches Geld, das du da verdienst. Das bringt uns kein Glück. Glück. Glück ist, wenn man Geld hat. Ich habe so eine Angst um dich, Sepp. Sie eine gewisse Wabi Vordermeier. Wie kannst du denn mit mir solche dummen Späß machen? Was heißt dumme Späß? Redet man so mit einer Amtsperson? Ich habe hier zu kontrollieren, warum der Kamin auf dem Freundenalm noch raucht. Wo um diese Zeit eine anständige Senderin im Bett zu liegen hat. Dass du immer Faxen machen musst. Faxen, Faxen. Wenn einem hungrigen Grenzbeamten der Duft eines Schmarrns schon kilometerweit in die Nase steigt. Eine Kuh hat sich verstiegen gehabt. Drum habe ich mich mit dem Essen verspätet. Ist ein liebes Viecherl deine Kuh? Sonst wäre der Löhnerviertel zu diesem Schmarrn zu spät kommen. Hast denn so einen Hunger? Du bist ja gut. Hast du schon mal einen Grenzer gesehen, der keinen Hunger gehabt hat? Ich kenne nur einen und der bist du. Da kennst du ausgerechnet das einzige Prachtexemplar. Aber so richtig kennst du mich doch noch nicht. Sonst hättest du schon lange Ja gesagt. Wird's denn gar nichts mit uns beiden, Barbie? Nein, Ferl. Oha. Das war wenigstens deutlich. Naja, ich kann noch warten, bin ja noch jung. Vorläufig halte ich mich an den Schmarrn da. Bloß probieren möchte ich ihn. Oh. Oh. Sache. Ist ja heiß. Aber blimmer, blimmer so. Mein Leib speist. Es langt. Erstens ist es unanständig, dir dein Nachtessen wegzufressen. Und zweitens muss ich weg. Ich habe heute schweren Nachtdienst. Sind wieder Schmuggler unterwegs. Lang haben wir Ruhe gehabt, aber jetzt wurzt's wieder. Vielleicht erwischen wir sie heute Nacht, die Lumpen. Dann kracht's aber. Da wird's heute sakrisch kalt sein drum auf dem Grat. Du sag mal, Wabi, hast du den neuen Holzknecht vom Bründelhofbauern, Sepp heißt er, schon mal gesehen? Kennst du ihn also nicht?
kann doch nicht alle Holzknecht kennen. Ich hab bloß gemeint, weil wir auf den Verdacht haben. Vierte Wari. Gute Nacht, Ferl. Schau nach, ob die Läden gut zu sind. Hätte mir der Kerl noch beinahe meinen Schmarrn wegfressen. Auf den Grat geht er auf. Geh nur zu. Dann weiß ich wenigstens, wie ich zu gehen habe. Sie passen euch auf. Du gehst heute Nacht nicht. Es muss heute Nacht sein. Hast du es denn nicht gehört? Auf dich haben es verdacht. Was hat er gesagt? Dann kracht's. Kommt bloß darauf an, wer es krachen lässt, Birscherl. Ich kann dich sowieso nicht leiden. Der Pferd tut doch nur seine Pflicht. Sepp, ich bitte dich, geh nicht. Bloß der Mond nicht rauskommt. Heute Nacht. Sepp, ja, denkst denn du gar nicht an mich? Ich lass dich nicht fort. Sepp bleibt, der müsste schon lange da sein. Ich hab halt ein ungutes Gefühl. Sepp! Also, geh mal. Nein, nein. Bleib stopp. Ihr müsst allein gehen, da nehmt's meinen Rucksack. Ich hab mir meinen Fuß verstaucht. Dann gehe ich auch nicht. Das geht nicht. Drüber halb der Grenze warten sie auf uns. Ich hab halt sowieso ein recht ungutes Gefühl. Die Grenzen sind alle unterwegs. Es war keiner im Wirtshaus. Ah, du siehst ja, weiße Mais. Ja, also packen wir's. Ja, also los, komm. Komm, hilf ihm. Oh. Und Anderl? Was? Nicht über den Grat gehen, hörst? Ja. Der Weg ist zu gefährlich heute. Wo der Mond herausen ist. Also los. Schauen wir mal, ob vom Pferde schon Nachricht da ist. Bis jetzt nichts Verdächtiges bemerkt, bin weitergegangen, Pferde. Vielleicht war doch wieder alles umsonst und ich habe mir meinen schönen Sonntag verpatzt. Also, mach's gut. Auf so viel. Thank you.
schon lang da sein. Ich glaube, wir müssen uns mehr rechts halten. Die sind heute einen anderen Weg gegangen. Lieber herüber ab der Grenze, bis sich einer zeigt von denen drüben. Zickzack durch den Wald, aber die Wahr haben's da lassen. Kameras, kein schlechtes Geschäft, was? Die Lumpen sind diesmal einen ganz anderen Weg gegangen. Ob die von jemandem gewarnt worden sind? Gewonnen? Ja. So was. Da tät uns aber ein Enzian gut, auf den Frick. Hm? Kurz kriegen, Sepp. Der Bauer wird auch einen trinken. Ja. Wenn ich jetzt bei euch noch übernachten könnte, der Weg zu meiner Holzhüttenauf ist soweit. Und ich muss morgen an der Herbstfrüh schon im Dorf sein. Musst halt im Jungfrauenbett schlafen. Die Mari kommt erst morgen aus der Stadt zurück. Sakra, das wird eine unruhige Nacht werden. Gesundheit. Gesundheit. Da wie viel ist denn eigentlich heute? Der 13. Der 13. So. Flori, ja, was machst denn? Meine Uhr suche ich, wohin er die wieder verlegt hat. Ja, vor euch Weiberlein ist ja nicht sicher. Reg dich nicht auf, die wird schon irgendwo sein. Ja, ja. Aber brennt's denn? Ah, der Bauer hat seine Uhr verlegt. Einen Schmarrn hab ich. Die einstweilen. Hast selber hinkennt, jetzt fällt's mir rein. So. Naja, das ist ja nicht so wichtig, nicht wahr? Die Hauptsache ist, dass da ist. Erst ohne Uhr, da komm ich mir ja wie nackert vorne. So, jetzt. Da.
wollen schon, aber nicht können. Was ich will, kann ich auch. Cecil noch nicht heimkommen. Ach, heute bist du wieder aufgeregt. Dreimal hast du mich schon gefragt. Die Kirche geht doch erst in anderthalb Stunden an. Bis dahin ist doch längst da. Wenn's aber nicht da ist, bis dahin. Ich mag die neumodischen Geschichten sowieso nicht. Meine Tochter kehrt nachts ins Haus. Ja, jetzt wieder. Und gestern hast du gesagt, du hast nichts dagegen, wenn es bei der Patin schlaft. Ja, deswegen hättest du doch heimkommen können. Also bei der Nacht über den See rudern, das lasse ich nicht zu. Ja, du hast auch wieder recht, Sophie. Naja, ich bin heute ein bisschen nervös. Wo kehrst denn du hin? Zum Freundner! Bist du die Tochter? Komm dir der Meister! Und der Kragen ist mir auch wieder zu eng. Ja, komm, lass ein bisschen schauen. Ja, da brauche ich ja bloß das Knöpfel versetzen. Ja, freilich, sonst nichts mehr, dass ich noch zu spät in die Kirche komme. Mir hat's gefallen. Hast Angst gehabt? Nicht ein bisschen. Du bist aber eine Besondere, du. Ganz schön nass sind wir geworden. Ich hätte es aber doch nicht geschafft, so allein. Dann hätte ich also einen Dank redlich verdient, hä? Also, schönen Dank. Ich möchte aber einen Dank, wie ich ihn meine. Siehst du? So habe ich nicht gemeint. Und dass du das weißt, der Holzer selbst bin ich. Und mein Alibi habe ich doppelt. Bin ich nass geworden bei diesem Sauwetter. Aber die Sehnsucht nach dir hergetrieben. Ach, lass doch endlich deine kindlichen Späß. Was Gescheites fällt dir nicht ein? Hab das doch schon gesagt. Ein Glas Schnaps. Ist das vielleicht nichts Gescheites? Ja, der Moosbauer. Ein seltener Gast. War ein Sauwetter, nicht? Na? Du wirst wohl wissen, ob ich den Rest meiner Schulden schon zurückzahlen kann. Ja. Ist alles so hergerichtet auf hellerem Pfennig. Ja, das pressiert mir gar nicht. Ob das Geld du hast oder das Finanzamt. Was willst du noch? Ja, zuerst den Enzian, den mir dein Hausdrachen nicht vergönnt hat. Ja, die Male hat schon recht, man muss mit allem haushalten. Hol die Flaschen und noch zwei Gläser. Du musst heute ans Mitrinken. Ja, mein Gott, ja, was soll man denn das hinschreiben? So freigebig bist du heute, Bauer. Ja, hierher. So, also. Red. Ja, du weißt schon, es handelt sich um die Gemeinderatssitzung. Ja. So ist Leben. Prost. Gesundheit, Bauer. Prost. Also, wie gesagt, es handelt sich um die Gemeinderatssitzung wegen der Straßen. Ja. Nun? Es brennt. Wo? Angenehm im Magen. So ein Schnaps tut gut. Na, ich wollte ja bloß dir einschenken. So. Für mich ist das ja Medizin. Ja, ja. Ja, weißt, ich glaube, ich habe eine schwere Erkältung im Leib. Ach. Mehr wollte ich sowieso nicht trinken. Drei ist mein Quantum, höchst selten vier. Oder fünf bis sechs. Hör auf, sonst muss die Flaschen gleich wieder hertun. Das könnte mir einfallen. Du bist auch nicht besser als dein Hauswurstel.
Höchste Zeit, dass deine Bäuerin ins Haus kommt. Aber eine Junge bitte ich mir aus. Na ja, hast du so recht. Es wird Zeit. Ja, ich sag das schon immer. Aber der Bauer meint, er müsste erst alle seine Schulden bezahlt haben. Sonst meint diejenige, er möchte es nur wegen dem Geld. Eine mit Geld? Da hast recht, Martel. Hast dich bisher genug geschunden. Bei mir wäre lieber seit keins. Hat jetzt mir leichter fallen, das Vorsprechen. Sag schon, Martel, auf welche spitzt du denn? Zu welcher das bei den Raten? Es müsste schon eine besondere für dich sein, Martel. Eine bescheidene. Ja, aber keine Schirche. Ah, so eine wie die Schreinerin. Hört das Bein gestellt, an der ist doch nichts dran. Ein Liebswesen wirst du haben. Ja, und mit dem Schnaps dürft's nicht sparen. Und Kinder wirst du gern haben. Ja, gebärfreudig müsst sie sein. Ja, nicht so eine überspannte wie zum Beispiel die Freundner Cecil. Die Leibesfrucht von diesen Brutzen. Nein, das wäre nicht die richtige. Ach, die ist ja so hochmütig. Ja, ein strammes Weiberz ist sie schon, die Cecil. Ach Gott, die hat doch kein Herz. Na, sag ich, ein pfundiges hat's. Ja, du schaust natürlich nur aufs Äußere. Ja, weil das beim Heiraten auch wichtig ist. Geh heraus! Mit deinen unsittlichen Reden sagen. Ja, was sagst denn du jetzt dazu? Also, jetzt passt's gut auf. An dem Weg, den ich jetzt gehe, da könnt ihr feststellen, was für einen ich mir ausgesucht hab. Also, gut aufpassen. Ich bin so aufgeregt, ich muss ein Glas Schnaps trinken. Mein Gott, auf den Augenblick habe ich schon jahrelang gewartet. Höchste Zeit, dass was Jungfrisches ins Haus kommt. Jesus! Ich glaube Gott, er geht zur Cecil! Sei doch nicht so, ich bin doch nicht blind. Zur Cecil geht er. Jetzt schlag's 13. Ich hab's ja Gott sei Dank gleich gesagt, dass die Cecil ein Frauenzimmer von Format ist. Und ich hab's ihm ausgeredet. Grüß Gott, Martel. Ach, du bist es. Ja, ich. Ich muss gerade noch was schreiben, bin gleich fertig. Ah, ich kann schon warten. Lass dir nicht Zeit. Grüß Gott. Grüß Gott. Setz dir ein bisschen. Dankeschön. War ein schlimmes Wetter heute? Ja. Hat sehr viel Schaden angerichtet. Am Berg hat's geschneit. Wärst jetzt dann bald fertig mit deiner Holzarbeit? Ja, ja, ich wär fertig. Noch bevor der Winter kommt. So, das hätten wir. Weißt du, Bürgermeister ist mir heute geblockt. Ja. Sogar am Feiertag. Ja, und was hast du für ein Anliegen? Etwas ganz Wichtiges. Kann ich mir denken. Du kommst wegen der Zufahrt zu deinem Acker. Ah, ich möchte nicht lange rumreden, Freundner. Deine Cecil möchte ich als Bäuerin. Und wenn du und die Freundin ja sagen möchtest... Freilich sagen wir ja. Geh, Flori. Geh du in deine Küche, Mutter. Lass uns allein. Bleibst zum Essen, Madel. Cecil wird auch gleich kommen. Geh, sag ich. Geh. Ja, ich geh ja schon. Aha. Also deswegen das Nelkenstreißerl am Hut. Da wäre ich jetzt beinahe gar nicht draufgekommen, dass du auf Brautschau kommst und meine Cecil. Ich hab schon lang vorgehabt, aber immer ist nicht ausgegangen. Und da fragst du gleich beim reichsten Bauern im Ort an, ob er dir nicht seine Tochter geben will. Freundner, gib mir eine klare Antwort auf meine Frage. Willst du mir deine Cecil geben, ja oder nein? Muss es denn gerade meine Tochter sein? Warum nicht? Na, dann muss ich dir das erklären. Wenn eine auf einem so großen Hof aufgewachsen ist wie meine Tochter, dann weiß ich nicht, ob sich die in so kleine Verhältnisse schicken kann. Mein Hof ist jetzt schuldenfrei. Ja, ich hab ja gar nichts gegen dich. Aber da musst du sie schon selber fragen.
braucht's nicht mehr. Deine Antwort langt mir. Ja, nein, so war das auch wieder nicht gemeint. Frag sie nur, was sie sagt, soll geschehen. Cecil! Ja, Vater? Komm rein, Besuch ist da. Grüß Gott. Grüß Gott, Cecil. Nein, was machst denn du für ein Gesicht? Kannst du nicht noch ein wilderes machen? Schau seinen Hut an. Dann weißt du, warum er da ist. Es ist schon so, Cecil. Ich möchte dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Schon lange traue ich mich mit dem Gedanken. Und gerade heute hast du Zeit gefunden, weil du notwendige Bäuerin brauchst. Ganz genau so ist eigentlich nicht. Aber so ähnlich. Das macht keinen Unterschied. Überleg das, Cecil. In aller Ruhe. Und dann red. Habe ich so lange gewartet? Kannst noch länger warten, meinst? Von mir aus bis in alle Ewigkeit. Ja, wenn's so ist. Ich warte auf einen, der... Was für einen? Auf einen besonderen halt. Ein besonderer bin ich freilich nicht. Bin halt einer wie die anderen auch. Mich wundert schier, dass du überhaupt da bist und du mich anhältst. Eine Frau dingt mir aber nicht wie ein Stallmarkt oder eine Hauserin. Hast ganz recht, Cecil. Aber zuerst kommt halt beim Bauern die Arbeit und dann die Freude. Und eine Bäuerin brauche ich nicht gerade für die Arbeit. Hab's bisher auch ohne geschafft. Sondern ein richtiges Weib. Vierte Mertl. Nix für ungut. Na, dem hast du aber richtig Bescheid gesagt. Hätte vielleicht doch nicht so grob sein sollen. Ja. Jetzt kannst du es nicht mehr ändern. Warum ist denn der Mädel schon weggegangen? Servus beieinander. Na, endlich. Wir warten ja schon lang. Ja, wo warst du denn? Ja, du kannst nicht noch mehr schreien, du Depp. Wie schaut's aus? Ist gut gegangen. Weiß nicht, war nicht dabei, weil ich mir den Fuß verstaucht gehabt hab. Okay. Ah, da schau her. Wo ich bekomm's? Dank dir schön. Jetzt muss man mir erst Bescheid geben. Prost, Depp. Dankeschön. So, jetzt kannst du wieder gehen. Also nix. Der Toni und der Anderl schon da? Nein. Ja, ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Schau nach, wo sind. Gut. Gib mir ein Feuer. Obach, es kommt einer. Ich hab ihn schon gesehen. Karten her, wir wählen zum Bartel. Grüß Gott, Franzl. Grüß dich, Gott, Resi. Was soll's sein? Viertel Roden, wie immer. Für euch. Hansl, du gehst in die Vollen. Was damit zum Mantratzen? Ja, also, man soll's nicht für möglich halten. Stellt's euch vor. Gestern Abend, am Grat droben, gerade ist der Mond aufgegangen, da hab ich mindestens 60... Dankeschön, Resi. Guten Morgen. Hat wieder mal Glück gehabt, der Anderl. Oder so gut versteckt, dass ich nichts finde. Ich hab nichts zum Verstecken. Schon gut. Ich erwisch dich noch. Also auf den rechten Bohrer. Ein 50er. Ein Mark. Ein Mark? Halt ich. Auwe, auwe, auwe. Ja, kann ja mal passieren. Da habt ihr Geld. So, da war jetzt. Sollen wir versuchen. Ein schöner Bart.
Der ist auch auf keinem Apfelbaum gewachsen? Nein, auf einem Birnbaum. Sepp, eine neue Wette wieder da für dich. Der linke Saalangel. Mach ich. So, und jetzt gilt's 2 Mark. Mach's mit. Kurven, Achi. Mach mal. So. So. Und dann ist er gegangen. Wie ein begossener Pudel. Ob dich der Madel wirklich gern hat? Verliebt ist über beide Ohren in mich. Das merkt man doch bei einem Mannsbild. Ja, aber dann verstehe ich dich nicht. Ach du, mich muss sich ein Bursch anders umtun. Und spüren muss ich da drinnen, wie es pumpert, wenn er mich in die Arme nimmt und abwuselt. Ja, aber es ist doch gar nicht so weit gekommen. Du hast doch gleich Nein gesagt. Der Madel hätte sich früher um mich kümmern müssen. Hätte sofort der Mutter laufen und mich außerhandeln wie eine Kuh. Ich glaube, du tust ihm Unrecht. Der Madel ist halt ruhiger und bescheidener als andere. Kannst denn ja du heiraten? Dir tät ich ihn gönnen, mitsamt dem Korb, den ich ihm gegeben habe. Okay. Bist gemein. Nicht böse sein, Resi. Ich habe nur einen Spaß gemacht. So, jetzt ist der Rock aber kurz genug. Ja, jetzt machen wir nichts mehr dran. Ich komm gleich wieder, bleib nur da. Ich sag's ja, Glück muss der Mensch haben. Ach, du bist's. Bin ich jetzt erschrocken? Willst du mir nicht die Hand geben? Oder bist du immer noch böse? Wegen dem... Ich hab nicht viel Zeit. Schade. Ich hab den ganzen Tag an dich denken müssen. Geh, jetzt hörst du aber auf. Eine wirkliche Freude ist, dich anzuschauen. Komm, Sibella. Ich muss jetzt wieder ins Haus. Du, ich möchte aber noch was. Was fehlt denn? Eine Nelke. Kommst du heute zum Tanzboden? Vielleicht. Vielleicht? Also gewiss. Wer ist denn der? Den kenne ich gar nicht. Du brauchst auch nicht, kenn dich auch nicht. Na, wollen wir tanzen? Mit dir nicht. Frecher Kerl, du. Macht nichts, Badenocken. Komm auch ohne dich zu meinem Sach. Was der sich einbildet. Den müssen wir heimleuchten. Du, da gehören 2 dazu. Lass gut sein, Jackel. Den kriegen wir schon noch. Es kommt einer. Schau, Sie wissen, wer da kommt. Hier ist der Bauer. Ja, was treibt denn dich am Heiligen Sonntag zu uns herauf? Ja, der Viertel. In voller Ausrüstung. Ja, ja, Bauer. Ihr habt's leichter als wir. Bei uns ist der Sonntag nicht anders als jeder Wochentag. Und heiß ist heute. Magst du einen Schluck? Nein, nein, da wird man noch heißer. Ich komme auf der Freundenalm vorbei, da wird mir die Weibe schon einen Kaffee machen. Ja, wenn's Zeit hast, kannst du ihn von mir auch haben. Geht schon mit deinem Zichore. Der von der Wabi, der ist ihm ja viel lieber. Vielleicht. Du, sag einmal, Silvester. Hast du heute Nacht nichts gehört? So, gerade um Mitternacht war's. Ich hab nichts gehört. Was soll denn das gewesen sein? Um die Zeit seid ihr gerade schlafen gegangen. Weißt, Karten haben's gespielt. Und kein End gefunden. Ja, bis ich ihm seine 2,60 Mark hab abgewonnen gehabt. Ein Sepp. Wem? Der Holzersepp vom Brindelbauer, oh, der kann's Karten spielen. Ist ein lustiger Bursch. Ich freue mich immer, wenn er einkehrt in unserer Einschüchtigkeit. So. Und wann ist er denn wieder weggegangen? Gar nicht. Er hat im Bett von der Marie geschlafen. Warum fragst du ihn so? Ich hab bloß gemeint. Ich hab's nicht so eilig. Ich warte auf eine ganz besondere. Ja,
dem tanzen. Ich hab's doch gewusst, dass du kommst. Ja, sowas. Nachdem wir jetzt alle beieinander sind, können wir ja anfangen. Gott sei Dank. Jetzt fangen wir an. Zu Punkt 1 der Tagesordnung. Also, eure Eingabe betrifft der Durchfahrt durch meine besten Grimpen ist natürlich. Ja, gereizt dein Volk! Du verstehst das Reichswort nicht mehr! Also, die Zufahrt, die ihr haben wollt, die geht durch meine besten Gründe und die kostet mich ein schönes Stück Geld. Ach, du Freund, du spürst das am allerwenigsten. Du hast mehr, als du brauchst. Ja, ich bin auch nicht absolut dagegen, aber... Aber du hast aber doch vor der Versammlung zu mir gesagt, dass das von den anderen kein Verlangen ist, sein darf. Also, weißt du, so habe ich das nicht gemeint, wie du das jetzt auslegst, gell? Ach, so hast du das nicht gemeint, hä? Nein, so nicht, mein lieber Freund. Ach, so hast du das nicht gemeint, hä? So. Der Freund hat ganz recht. Verlangen können wir nichts. Das müssen wir erst tun, wenn wir nicht einig werden. Dann müssen wir zum Bezirk sagen. Wir lassen uns nicht drohen. Wenn wir was machen, machen wir es freiwillig. Habt ihr es gehört? Der Lechtaler macht es freiwillig. Ja. Ja, da brauchen die anderen nur noch mitzutun. Ja, da habe ich überhaupt mit keinem Wort Ja gesagt. Das ist eine falsche Behauptung von falschen Tatsachen. So reden wir schon die zweite Sitzung in den Brei herum. Wenn ihr nicht einsehen wollt, dass ihr den 8 Bauern, die bei jeder Fahrt aufs Feld eine ganze Stunde Zeit verlieren, nicht einen kleinen Streifen Land abgeben müsst, dann haben wir bald ausgeredet. Ausgeredet? Schluss! Die Sitzung ist geschlossen. Halt langsam, langsam, was ist? Hören wir auf oder reden wir weiter? Es kommt ja heute auch nichts Gescheites mehr raus. Ich gehe jetzt tanzen. Ja. Ein Glück hast du bei den Weibern, das musst du dir nicht lassen. Die Zetzen ist da ganz vernarrt. Ah, da schau her, du merkst aber auch alles. Es sieht doch ein Blinder. Hast du denn gar kein Schamgefühl mehr? Ich lass mir's ja gefallen, wenn du einmal mit ihm tanzt, aber allerdings. Damenwahl! Aber sei doch gescheit, Cecil, den Sepp darfst du nicht holen. Ich hab dir doch gesagt, ich tue, was ich will. Martel, willst du nicht mit mir tanzen? Aber Resi, warum denn gerade ich? Sind doch noch andere Tänzer da. Ich bin schlecht aufgelegt zum Tanzen. Ja, aber es ist doch Damenwahl. Du darfst uns nicht abschlagen. Und so ist, komm halt. So, Damenwahl ist. Und da tanzt die Cecil mit dem Holzersepp? Bis jetzt hat's nur mit ihm tanzt. Den Schwiegersohn, den ich dem Knallbrutzen gönnen. Hast du meine Zetzel nicht gesehen? Na freilich, sie tanzt ja mit deinem Schwiegersohn schon die ganze Zeit. Na, red doch kein solches Blech. Schön ist mit dir zum Tanzen. Ich glaube, der Brünnelhofbauer ist eifersüchtig. Das wäre ja Kartreck. Jetzt gibt's mitten im Saal ein Gewitter. Auslassen, sag ich! Auslassen! Sofort machst du, dass du heimkommst. Noch einmal, wenn ich dich mit meiner Tochter erwisch, dann kannst du was erleben.
Du halt unter den Grafsturz, deine Tochter. Gehst schon, Freundner. Was heißt das? Heute kannst du lustiger werden. Reizt euch, wie wild ist er worden. Er war ein Mutz-Gaudi. Im Theater kannst du nicht schöner sein. Warum bist du denn auch so unvorsichtig? Sei still, du falsche Person. Aber Cecil, ich kann doch nichts dafür. Du hättest mir ja auch sagen können, dass der Vater kommt. Aber ich hab doch auch getanzt. Natürlich. Ausgerechnet mit dem Martel. Von mir aus. Er hat wenigstens einmal gesehen, wie man ein Mädel in den Arm nimmt. Du gehst sofort mit mir nach Hause. Ich bin kein kleines Kind mehr und kann tun, was ich will. Du tust, was ich sag. Los! Pass auf, jetzt machen wir einen Wirbel. Komm, Herzl, trink auf mein Wohl. Na, fahr mal drauf, der Bürscher! Es kommt keiner mehr. Aus ist! Aus ist! Schaut, ich hätte das halbe Dutzend gern voll gesehen. Das ist doch nicht schlimm, dass die Cecil mit einem Holzknecht tanzt. Dass du da so einen Krach machen musst. Es kann nicht jeder als Großbauer auf die Welt kommen. Das Maul lasse ich mir von dir nicht anhängen. Gegen den Holzknecht habe ich nichts. Aber gegen den Schuldenmacher. Jetzt wäre er dann noch ein Schuldenmacher, bloß weil er dir nicht passt. Du hast recht. Passen tut er mir nicht. Wenn wir schon den Martel ablehnen, weil uns zu gering ist, dann brauchst du dich nicht dem Sepp an den Hals werfen. Ach was, wenn's einmal tanzt. Einmal tanzt, ja, ja. Hättest du gerade sehen sollen, was für verdrehte Augen sie gemacht hat. Und wie die Leute geredet haben und wie ich da gestanden bin, ich, der Bürgermeister. Da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, wenn mir einer gefällt. Du hörst es ja, gefallen tut dir, gefallen. So ist recht, so ist recht. Ach, sie meint's ja gar nicht so. Sag halt, dass du den Sepp nicht mehr anschaust, dann ist alles gut. Nein, das sag ich nicht. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. So, und dann versprich ich dir, bevor der ins Haus kommt, schmeiß ich dich raus. Ganz narrisch worden. Ist das dein Ernst? Mir gefällt er halt, der Sepp. Ist eben ein Besonderer. Bobby! Bobby! Hörst du nicht? Jetzt kannst du ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich hab nicht viel Zeit heute. Wir haben doch früher immer so schön miteinander gesungen. Aber in letzter Zeit ist alles anders geworden. Das biegst du bloß ein. Na, na. Also kommst du jetzt oder kommst du nicht? Ich bin ja schon da. So gut schmeckt's mir nirgends wie bei dir hier oben. Und so schön ist auch nirgends. So? Mhm. Geh, setz dich her zu mir. Was hast du denn? Bist du im Moment krank? Na. Oha. Jetzt meine ich, kenne ich die Krankheit. Ich hab geglaubt, du kennst den nicht, der da kommt. Den Holzersepp? Den kenne ich freilich. Ah, da schau her. Hoher Besuch. Wenn du nichts dagegen hast. Aber nicht mehr lang. Wegen mir kannst du da bleiben, solange es dir passt. Es passt mir aber nicht mehr. Geht das auf mich? Wenn du es genau wissen willst, ja. Ich tue keinen Streit.
Auf meiner Alm kann einkehren, wer will. Und wer zu der Gesellschaft passt, die du dir zugelegt hast. Also komm schon rein. Ich treffe es noch. Du blutst ja, Sepp. Ach, was, das ist weiter nichts. Das ist ja eine tiefe Wunde. Hast du vielleicht Grau? Beim Kegeln bin ich ausgerutscht. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Voller Angst. Bis mir der Ferl gesagt hat, dass nichts erwischt haben. Was will denn da immer bei dir herum? Das ist halt sein Revier und da kehrt er halt manchmal ein und trinkt seinen Kaffee. So. Weiter will er nichts von dir? Dass er mich gern sieht, das hat er schon gesagt. Und wenn halt... Was, wenn halt? Wenn halt du nicht kommen wärst, dann... Aber seitdem du da bist, habe ich keinen anderen Gedanken mehr als dich. Na ja, zu Recht, Harry. Hol mir jetzt eine Tasse Kaffee. Der Bauer hat draufgeschickt, dass er die Woche nur mit dem Vieh runter soll. Er meint, dass noch mehr Schnee kommt. Der spinnt ja. Wegen dem bisschen Neuschnee. Schieb's raus, solange du kannst. Der Winter ist lang. Und unten können wir nicht mehr so schön beieinander sein. Wenn sie aber der Bauer haben will. Haben will, haben will. Über nächsten Sonntag muss noch rausgeschoben werden. Babi. Mir. Uns lieb. Hm? Ich werde schon schauen. Jetzt muss ich da aber noch was zu essen richten. Wie kommt das Gewehr auf die Alm? Wie kann man sich denn deswegen so aufregen? Das ist schon lang da. So was brauchst du, ein Gewehr? Zum Schießen? Auf dem Schützenfest? Das Gewehr muss weg. Ja, 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 ist ja gut. Ich geb's dem Kramerlenz wieder, von dem ich's hab. Aber einstmal liegt's ganz gut da herum. Der ist noch zum Kramer. Ist alles da? Ah ja. Also passt auf. Der Toni und der Michel müssen heute mit mir noch über die Grenze. Mhm. Das Floß liegt drüben, genau da, wo wir es brauchen. Es ist aber doch zu wenig Wasser. Durchs Gries werden wir nicht durchkommen. Ist doch gerade recht so. Dorthin kommt der Kramer mit seinem Fuhrwerk am leichtesten zum Aufladen. Und wer ließ auf dem Floß? Ich und der Lenz. Der ist schon drüber halb der Grenze. Und der Toni und der Michel sind ja sowieso bei mir. Für euch zwei habe ich eine besondere Aufgabe. Ihr geht über die Saugassen hinauf zum Grat. Und was sind wir da? Was, tja, versteht mich denn nicht? Ihr sollt so tun, als ob ihr eine Ware abholen wollt. So recht schön auffällig, hm? Wenn sie aber schlafen. Seit wann ist denn das Spazierengehen verboten? Ah, ich verstehe. Das ist Strategie. Ablenkungsmanöver. Ja, und wir bei der hellen Nacht auf dem Floß? Wenn du Angst hast, bleibst da. Und dann brauchst du nicht grob sein, ich hab nur gemeint. Wir haben jetzt keine Zeit zum Meinen. Also, geh mal. Geh mal. Halt noch was. Wenn was passiert, keiner verrät den anderen. Verstanden? Also? Los. Bayerische Grenzpolizei. Hier österreichische Grenzstation, Stein. Bei uns ist ein Floß gestohlen worden. Wir vermuten, dass die Gauner schmuggeln. Es ist uns leider viel zu spät gemeldet worden. Wie viel sind auf dem Floß? Drei. Von uns sind fast alle am Berg oben. Ruft deshalb zur Vorsorge die Station Großbach an. Ja, ich werde schauen, was ich hier tun kann. Ja, du hast es gut erraten, das nennt man Pech. Wieso? Dienst? Freilich. Ja, Pfeifendeckel, Dienst frei. Hast du denkt? Von drüber hat der Grenzarzt telefoniert, dass Schmuggler mit einem Floß unterwegs sind. Thank you.
werden gewarnt. Wird weniger bestraft als Schmuggel. Die Ware muss weg. Los, schnell, schnell. Sie kommen. Sie kommen. Schauen, wenn das Vieh ohne dich runterkäme. Du gehörst auch dazu, zu die Rindviecher. Weil's auch wahr ist. Der 100-jährige Kalender sagt, dass heuer viel Schnee kommt. Hat ja auch schon weit genug runtergeschneit. Gehen wir. Komm. Komm, Alte, komm. Gendarm ist drin. Ja, was will er denn? Ja, er will mit dir allein reden, sagt er. Dann gehen wir halt. Dass du mir aber nicht horchst. Na sowas, was dir nicht einfällt. Grüß Gott, was soll's denn, Huber? Geh, schau mal, ob du den auf dem Bild kennst.
Der sieht dem Sepp ähnlich. Nicht? Wenn man sich den Bart wegdenkt? Hast du dem Sepp seine Arbeitspapiere? Herrgott, die hat man noch gar nicht gebracht. Wie ich ihn eingestellt habe, hat er gesagt, er bringt's nach und habe ich dann vergessen. Hast du aber strafbar gemacht. Der da auf der Fotografie ist nämlich aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er hat bei Wildern einen Jäger angeschossen. Das Zeugnis hat er mir gebracht. Sepp Holzer? Das stimmt ja nicht. Der heißt der Luigi Kofler. Vielleicht ist das Zeugnis gefälscht. Das heißt, dass er ein sehr gefährliches Subjekt ist, das schon öfters wegen Messerstecherei gesessen ist. Er arbeitet bei mir drum im Holzschlag. Wenn man bloß runterbricht, wenn ich in der Uniform raufgehe und er sieht mich, reißt er aus. Ich weiß genau und weise mal Arbeit im Haus an. Gut. Jetzt mach ich Feierabend. Wenn aber der Bauer wieder nachschauen kommt, dann gibt's einen Mordskrach. Das ist mir wurscht. Ich habe anderswo einen besseren Verdienst. Da schau hin. Jetzt gehst, wo wir Weihnachtsbesuch kriegen. Die Zetzel. Was tust denn du bei uns herum? Ich muss auf die Alm. Da gehst du ausgerechnet den schlechtesten Weg. Über den Graskopf. Ich hab mir gedacht, weil er näher ist. Aber dass er so schlecht ist, habe ich mir nicht vorgestellt. So. Willst du nicht ein bisschen rasten? Ich muss aber gleich weiter. Vielleicht treffe ich die Wabi noch auf der Alm. Warum sollst du die nicht treffen? Weil es doch heute das Vieh runterbringt. Der Vater hat Angst, dass Schnee kommt. Wieso? Die Wabi geht heute schon runter? Kennst du die Wabi näher? Ah, naja, kenne ich es nicht. Aber ich bin bei ihr mal eingekehrt. Ist ja nicht Mädel, die Wabi? Neben dir täte mir überhaupt keine mehr gefallen. Nett von dir, dass du zu mir heraufgekommen bist. Jetzt muss ich aber weiter. Ich gehe sowieso. Ich begleite dich ein Stückchen. Schau nur, wie der balzt. Es passt ihm besser, wie es arbeiten. Seit wann ist der Sepp schon weg? Der war überhaupt nur kurz da. Wie die Zetzel gekommen ist, ist er mit ihr mitgegangen auf die Alm. Wer ist hier allein fertig? Karet, wir bräuchten noch zwei Leute. Aber solche nicht, die bei der Arbeit bleiben. Das sieht sehr schön aus. Die Wabi hat wirklich alles liegen und stehen lassen, wie es der Vater gemeint hat. Wenigstens hast du noch eine Milch da gelassen, zum Schmarrn. Hast Hunger? Hunger habe ich immer. Ich werde dir gleich was kochen. Wenn ich dich so anschaue, dann reut es mich keinen Augenblick, dass ich deinetwegen meine Arbeit verloren habe. Meinetwegen? Na, freilich. Weil der Bründelhofbauer eifersüchtig ist auf mich. Das hätte ich nicht geglaubt, dass der Martel süchtig sein kann. Na, reg dich nicht auf. Nicht der Red wert. Dann mache ich halt wieder Bauernarbeit. Du verstehst denn was davon? Freilich. Ich habe doch zu Hause einen großen Hof gehabt. Ach. Mir hat man gesagt, du weißt, das Kind von ganz armen Leuten. Ja, ein großer Hof ist ein bisschen übertrieben. Ein paar Kühen, was halt dazu gehört. Man muss nicht immer ein Großbauer sein. Bestimmt nicht. Wenn man nur sonst ein anständiges Leben führt. Ich hab schon ein Pech.
muss ich mir ausgerechnet die reiche Freund der Tochter verlieben. Brav sein, Sepp. Ah, bin ich dir also doch nicht gut genug? Das darfst du nicht sagen, Sepp. Hast du mich denn wirklich gern, Cecil? Und jetzt weißt du es. Sepp, gescheit sein. Was der Zufall uns so einfach gemacht hat, so mag ich nicht. Eine Liebe muss langsam ausreifen. Hoffentlich dauert dir das Reifwerden nicht allzu lang. Ein bisschen länger schon, als ein Schmarrn zum Kochen, wenn er so am Feuer steht. Dann wird es aber Zeit zum Feuer machen, hm? Du halt was. Hol Holz rein. Holz rein. Ihr rennt ja schon. Bist aber schnell wieder da. Ach, du bist es. Mir scheint, du hast dich verlaufen. Oder was willst? Nachschauen will ich, ob der Holzersepp nicht da ist. Mich meinst und Sepp sagst. Nachspinieren tust mir und das verbitte ich mir. Von dir, Cecil, will ich nichts mehr. Dann lass mich auch in Ruhe. Und es geht dich gar nichts an, wer bei mir ist. Es geht mich aber doch was an. Ein gutes Versteck hast du dir rausgesucht für deine Büchse. Oh, das ist nicht meine Büchse. Die habe ich gerade gefunden. Gefunden? Ja. Wenn sie dir nicht gehört, dann gib's her. Auslassen, sage ich. Her gib's. Auslassen, sage ich, das ist meine Büchse. Also doch deine Büchse. Her damit. Willst noch einen umbringen, Luigi Kofler? Das kannst du haben. Die geht drüben bei der Pfaltnau im Nieder. Über deine Alm mit einer Lawine runtergegangen. Ganz zugeschüttet ist. Um Himmels Willen, unser Cecil. Ja, schaut's nur groß, dass er Leid zusammenbringt. Wie Pickel und Schaufeln. Ich habe am Weg runter schon alles alarmiert. Sind schon unterwegs. Jetzt das darf ist ich auch nicht, Bauer. Ja, freilich, freilich. Alles muss mit, alles. Alles, was fies jetzt ruhig bleiben, Cecil. Das Schlimmste ist ja vorbei und die Alm hält. Der Vater weiß ja, wo du bist. Die werden uns schon rausholen. Hör mich nicht an. Das jetzt zum letzten Mal. Du bist schuld, wenn wir alle verrecken. Lass das lamentieren. Sepp, ich möchte wissen, was das für ein Schuss war. Am Holzschuss war ein Gewehr. Und das hat er mir das anreißen wollen und da... Dein Gewehr. Nicht wahr ist. Von der Arbeit aus sich druckt und wolltest zum Wildern gehen. Das musst du mir erst beweisen. Das sind doch ausgeschmissen. Das hat er wohl eingeredet. Wer von euch beiden lebt jetzt? Die Polizei wird das schon rauskriegen. Ich muss jetzt raus. Ja. Du willst wohl die ganze Hütte zum Einsturz bringen. Da bleibst sitzen.
Komm, hilf mir. Nutzt ja doch nichts. Dann helf halt ich. Dieser Balken da. Hast was zum Drunterlegen? Komm weg von da. Jetzt müssen wir abwarten, bis uns der Teufel holt. Geraucht wird nicht. Langsam, Weibe, du machst ja ganz hin von lauter Eifer. Mit die Hände müsst ihr hineingraben. Rentner, was gibt's? Woher? Wo sollen denn wir graben? Ich glaub, da drüben ist richtiger. Geht's dort nicht mehr live? Ich glaub nicht, dass du recht hast. So, wie steht's bei euch? Noch nicht. Rentner, was gibt's? Ich glaub, wir sind auf dem Dach. Das kann aber auch ein Gerüll sein. Was? Doch, du. Ich glaube bestimmt, wir sind auf dem Dach. Auf dem Dach. Seid da, kommt her! Alles zu mir her! Da her! Da her! Kommt da her! Weit langsam! Weit ausschaufeln! Wird's vorsichtig sein! Vorsicht, dass ich da hochgehe! Langsam, vorsichtig! Ihr seid am Dach! Vorsicht! Ich weiß, dass nichts mehr noch. Ich glaube, du bist da am sichersten. So, jetzt los, 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 aufhören! Werf das Seil runter! Wir kommen schon durch! Das sei noch aus! Da müsst ihr Leute passen auf, ich gehe jetzt da vor und wenn ihr euch das Zeichen gebt, zieht's fest an. Lasst sein mal sehen, wie weit es ist. Anziehen! Langsam vor! Weiter, weiter! Zetzil! Anfänger, komm. Runterlassen.
mich aus! Lass mich aus! Alles! Los! Was ist? Oh, ich weiß! Der Martel, der... Bleib still, ich weiß alles. Auf was wart's denn noch, Martel? Nur auf dich noch, Tobias. Na, dann sei so freundlich und komm bald. Ich krieg sonst kalte Füße und einen Katar. Auf geht's! Wo ist der Sepp? Fort ist er. Den kriegen wir schon wieder. Aber nicht für dich, sondern fürs Zuchthaus.